Guten Tag, mein Name ist Wolf Gefgen. Ich begrüße Sie, ich begrüße euch zur 36. Folge meines YouTube-Kanals zum Arbeitsrecht. Heute das Thema Betriebsübergang. Was bedeutet das? Die Sache ist eigentlich im Prinzip ganz einfach. Wenn ein Betrieb verkauft wird, dann gehen die Arbeitsverhältnisse auf den neuen Erwerber über. Das war früher auch bei der Miete so. Kauf bricht nicht Miete. Wenn ein Haus gekauft wurde, dann ging das Mietverhältnis auf den Erwerber über. Aber das, was im Mietrecht möglich war, schon nach dem alten BGB, das war im Arbeitsrecht noch lange nicht möglich. Es wurde letztlich aufgrund einer europäischen Richtlinie eingeführt in das BGB, der Paragraph 613a Klein BGB. Und letztlich ist also dieser Betriebsübergang wichtig für die einzelnen Beschäftigten aus zwei Gründen. Einmal, weil dieser Betriebsübergang regelt, dass eben ihre Rechte bis zu einem gewissen Grad, muss man sagen, beim neuen Erwerber gewahrt bleiben. Und weil der Betriebsübergang kein Kündigungsgrund ist. Also es kann also kein Arbeitsverhältnis mit der Begründung beendet werden, dass man sagt, so, ich habe das jetzt verkauft, den Betrieb, und seht zu, wo ihr klarkommt. Das ist also leider immer wieder ein Missverständnis. Viele lassen sich verblüffen. Also zum Beispiel, ich habe den Betrieb jetzt verkauft, du musst dich mit deinem neuen Arbeitgeber zusammensetzen, du willst ja irgendwie einen Arbeitsvertrag haben, also machst du mit dem neuen Arbeitsvertrag. Und da fallen jede Menge Leute immer wieder darauf rein, weil die sich sagen, naja, also ein neuer Arbeitsvertrag ist ja besser als gar keiner. Das ist natürlich Unfug, denn wenn das Arbeitsverhältnis Kraft Gesetzes übergeht, dann braucht man keinen neuen Arbeitsvertrag. Also im Grunde genommen ist die richtige Antwort des Arbeitnehmers darauf, nö, Chef, ich brauche keinen Arbeitsvertrag. Ja, wieso denn das nicht? Ja, weil mein Arbeitsverhältnis Kraft Gesetzes übergeht. Punkt aus. Wie gesagt, Arbeitnehmer lassen sich immer wieder verblüffen an der Stelle, weil sich das nicht vorstellen können, dass ein Arbeitsverhältnis auch existiert, ohne dass man das schriftlich fixiert. Aber es ist so. Und es ist zum Schutze der Arbeitnehmer so. Und deswegen muss man in diesem Falle, wenn dann ein neuer Arbeitsvertrag angeboten wird durch den Erwerber, den Käufer des Betriebes, einfach Nein sagen. Nein, ich habe bereits mit Ihnen ein Arbeitsverhältnis. Nein, weil das Kraft Gesetzes übergeht. 613a BGB. Also bitte, Sie brauchen mich damit gar nicht zu behelligen. Das ist die eine Seite. Die andere Seite ist, dass nun in der Tat leider der Betriebsübergang ein probates Mittel im Laufe der letzten Jahrzehnte, muss man sagen, geworden ist, um auf dem Umweg über den Betriebsübergang zu einer Tarifflucht zu kommen. Denn es wird zwar der Betriebsübergang in gewisser Weise nicht zu einer Veränderung der Arbeitsbedingungen führen können, aber das gilt grundsätzlich nur für maximal ein Jahr. Danach kann zulasten der einzelnen Arbeitnehmer eine Veränderung stattfinden, und es gilt vor allem dann nicht, wenn in dem neuen Betrieb ein Tarifvertrag besteht. Ein Tarifvertrag. Es geht nicht darum, was für ein Tarifvertrag. Ein Tarifvertrag. Das heißt, es ist also eine Durchlöcherung dieses Prinzips des Erhalts der Arbeitsbedingungen. Normalerweise sind das keine besseren Arbeitsbedingungen bei dem Käufer. Warum werden sonst Betriebe veräußert? Meistens ist es so, dass der Hintergrund derjenige ist, hier zu einer Verschlechterung der Arbeitsbedingungen zu kommen. Darauf muss man also achten. Inzwischen gibt es eine solche Vielzahl von unterschiedlichsten Schattierungen von Betriebsübergängen, dass man sagen kann, es ist eigentlich ein sehr umfangreiches Phänomen, und das darf nicht auf die leichte Schulter von Arbeitnehmern genommen werden. Also im Gesetz steht drin, geht ein Betrieb oder Betriebsteil durch Rechtsgeschäft auf einen anderen Inhaber über, so tritt dieser in die Rechte und Pflichten aus dem Arbeitsverhältnis ein. Das ist kurz gesagt der Inhalt. Und nun gibt es natürlich da eine ganze Reihe von Ausnahmen und Definitionsfragen, die man beachten muss. Der Begriff des Betriebes und Betriebsteils ist inzwischen eigentlich durch die Rechtsprechung, vor allen Dingen durch den Europäischen Gerichtshof, aufgelöst worden in den Begriff der wirtschaftlichen Einheit. Also es ist nicht einfach sozusagen die Betriebsmittel oder das Werk, das da irgendwo steht. Nein, es ist natürlich schon ja, mehr oder weniger ein ökonomischer Begriff, der dabei berücksichtigt wird, der Übergang und der Nichtübergang von materiellen Aktiva und immateriellen Aktiva ist zum Beispiel ein Kriterium, das der Europäische Gerichtshof entwickelt hat, um zu sagen, es liegt ein Betriebsübergang vor,
Der Übergang der Hauptbelegschaft natürlich sowieso, der Übergang der Kundschaft und beispielsweise eben dann auch der Grad der Ähnlichkeit der Tätigkeit. Immer wieder wird natürlich versucht, dann einen Betrieb zu veräußern, aber andere Dinge, die sozusagen am Rande ein Indiz darstellen könnten für den Betriebsübergang, dann gewissermaßen manipulativ darzustellen und auf diese Weise zu versuchen, die Voraussetzung des Betriebsübergangs zu verneinen. Berühmt ist die Entscheidung des Europäischen Gerichtshofes im Fall Christel Schmidt, die sogenannte Christel Schmidt-Entscheidung. Das handelte sich da um eine einzige Reinigungskraft, die gekündigt wurde, als eine Sparkasse war es, glaube ich, dass die Reinigungsaufgaben einer Reinigungsfirma übertrug. Da hat man gesagt, so diese Übertragung der Reinigung auf eine ganz andere Reinigungsfirma, obwohl es sich um eine einzelne Reinigungskraft handelte, war ein Betriebsübergang, eine Funktionsnachfolge. Der Europäische Gerichtshof ist beschimpft worden bis zum geht nicht mehr, weil natürlich die Arbeitgeber die Hände über den Kopf zusammenschlugen und sagen, wie kann denn das bloß als Betriebsübergang gewertet werden? Na gut, er hat also ein paar Rückzieher gemacht, aber es bleibt das Faktum. Es ist ganz wichtig für den einzelnen Arbeitnehmer festzuhalten, dass die Funktionsnachfolge eben auch ein Betriebsübergang darstellt. Auftragsnachfolge auch. Also ich nehme als Beispiel Bewachungsgewerbe etwa. Bei Flughäfen die Neuvergabe der Personenkontrolle, jetzt im Moment situationsbedingt durch Corona nicht so das große Problem, aber trotzdem Catering, etwa auch ohne Personalübergang kann ein Betriebsübergang sein. Veräußerung von Schiffen im Zusammenhang mit einem Flaggenwechsel, also der bloße Flaggenwechsel des Schiffes hat gar keine Bedeutung auf die Frage des Übergangs der Arbeitsverhältnisse. Aber wenn es sich eben um einen anderen Eigentümer handelt im Zusammenhang mit einem Flaggenwechsel, dann liegt eben im Regelfall auch ein Betriebsübergang vor, genau genommen ein Teilbetriebsübergang, wenn der Reeder eben mehr als nur ein Schiff hat. Keine Betriebsübergang ist die Betriebsstilllegung. Das muss man unbedingt unterscheiden. Die Betriebsstilllegung kann dann zur betriebsbedingten Kündigung führen, auf die wir in einem anderen Video noch eingehen werden. Und sie hat natürlich Mitbestimmungsrechte des Betriebsrates aus nach § 111 Betriebsverfassungsgesetz, Sozialplan und dergleichen mehr. Die Folge, ganz wichtig, ich hatte schon gesagt, ein Kündigungsverbot. Das heißt, der einzelne Arbeitnehmer kann sich auch dann, wenn das Kündigungsschutzgesetz ansonsten nicht Anwendung findet, aus welchen Gründen auch immer, darauf berufen und sagen, also mal zu, wenn du letztlich im unmittelbaren Zusammenhang mit dem Betriebsübergang mir kündigst, weil du sagst, jetzt ist der Arbeitsplatz weggefallen, das ist nicht zulässig, das ist ein eigenständiges Kündigungsverbot, hat mit dem Kündigungsschutzgesetz nichts zu tun. Also jetzt gerade in jetziger Zeit, ähnlich wie bei Corona, dass man sagt, also ja, Corona ist jetzt also eine andere Situation, als wir sie früher mal hatten, ich muss jetzt kündigen. Also dieses jetzt. Aber auch typischerweise eben dann zum Beispiel beim Betriebsübergang, ich habe den Betrieb verkauft, ich muss kündigen. Alles Dinge, von denen sich Arbeitnehmer verblüffen lassen, die aber nicht funktionieren, also rechtlich nicht funktionieren, sondern die also auf jeden Fall von den Betroffenen zurückgewiesen werden müssen. Last not least, der Arbeitnehmer hat ein Recht auf Widerspruch. Er kann auch dem Übergang des Arbeitsverhältnisses widersprechen. Das ist zum Beispiel relevant dann, wenn er erhebliche Rechte erworben hat durch eine langjährige Beschäftigung, beispielsweise eine Unkündbarkeit erworben hat. Die Unkündbarkeit beruht natürlich auf Tarifverträgen und könnte dann beispielsweise nach Ablauf von einem Jahr oder auch vorher hinfällig sein, dadurch, dass eben andere Tarifverträge gelten. Es bleiben nicht die Rechte insgesamt in jeder Form erhalten, sondern man sagt im Prinzip Tarifvertrag gleich Tarifvertrag. Das ist natürlich völliger Unsinn eigentlich. Wir wissen auch, dass das unzutreffend ist, aber das ist eben diese Art von Kompromiss, wie sie eben in unserem Arbeitsrecht schon seit vielen Jahren existiert. Last not least, wir haben ja Handbuch zum Arbeitsrecht, Umgang mit dem Arbeitsrecht. Und bitte, hier kann man auf Seite 244 folgende alles im Einzelnen nachlesen. Vielen Dank.